Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Empire. Jo, wir sind in Akt 4 angekommen und haben ja gemerkt, dass es dort mittlerweile eine Art Story-Twist gibt. Jo. Truppenansammlung. In Begleitung deines neuen Ratgebers hast du die Höllenfeuerberge in Richtung dichter besiedelter Gebiete verlassen. Genauer gesagt, der Stadt Mayu und ihrem Turm der Hochzauberzunft. Na dann wollen wir mal herausfinden, was samt der sanfte Rächer dort will. Eine ziemlich komische Wendung, wenn man mich fragt. Oh, wir können immer noch Stufen aufsteigen, obwohl wir schon Stufe 10 sind. Hm, okay. Da könnte man wirklich fast alles hier freischalten, außer halt die Spezialisierungen hier, denke ich mal. Also als nächstes wahrscheinlich, nö, als nächstes schalte ich das Banner der Furcht frei. Jo. Aber jetzt erst einmal Mission 1 von Kapitel 4 auf Samtseite. Keine Leiter, nur ein Spieler. Jo. Und wenn wir Kapitel 4 durch haben auf Samtseite, versuche ich nochmal die Oscar-Reihe freizuschalten, weil wir können Oscar nicht einfach so dem nichts überlassen. Jo, also dann los geht's. You have traded the annoying ways of your former advisor for the company of a mentally unstable phantom and traveled south to dig out a base beneath the streets of Mayu. The phantom needs something which can be found directly below the nearly finished Tower of High Wizardry. That much is clear. But whether he really desires it for the purpose of delivering the world from evil, or if the millennia in Groove Ortat has made him utterly confused, well, you are about to find out, aren't you? So, Hellchild, you're in a town called Mayhew. Velvet needs to replenish his strength before embarking on his righteous crusade, and there is a powerful magical node located at the city center. Velvet must suck it dry. Right. But about this, righteous crusade stuff, you need to elaborate. Certainly. You know, it's kind of hard to be isolated and alone for a millennium without turning your gaze inwards. Sure, the first 990 years were spent clawing at the walls and roaring like a dragon, but one day, all that anger and hatred just drained away. So, what? Now you're like you're a nice person? Absolutely. Blackie the Lethal was transformed into Velvet the Avenger, and Velvet is a steadfast champion of chivalry. And exactly how do you intend to go about this being good business? Well, Velvet the Avenger will also be known as Velvet the Insightful, as he has learned the ultimate meaning of goodness. He will turn Ardania into a paradise on Earth by systematically exterminating everyone who behaves badly towards anyone else. When Velvet is done, there will be no more wicked people left in the world. All will be fun and games. And you really mean everyone, right? Of course! True goodness cannot be subjected to compromise or exceptions. But first things first. The wizards and witches in the tower up top seem to sense your presence. You will have to defend the dungeon until Velvet is finished drinking from the power node. Get ready. Save the world, one wicked villain at a time. Hellchild, can I have your attention, please? Velvet refuses to work with those evil fiends that served you and your previous master. From now on, you must enlist a more trustworthy bunch of creatures. Creatures in lack of a soul that can become twisted and evil. The soulless don't eat. Instead, you'll have to sacrifice some of them in the pit to keep the others fulfilled and strong. The energy from the sacrifice will be distributed to those most in need. Also, Velvet doesn't want you using the extractor for squashing evildoers. Instead, he wants you to send them to the Screamatorium, so they may confess their sins before departing this life. So, to the business at hand. Velvet has located the core of the power node up ahead.
You must escort him there and protect him until he has become something of his old self again. Yo. Hoxie poxie fidioxo! Velvet's got a terrible ache in the right horn, but it's a fuzzy feeling. A group of famished elf younglings, maybe? Or possibly a minotaur warlord with a colossal club hoof? Oh, just look for anything strange, green-colored, and smelly in our dungeon, will you? Something is amiss. Okay. Adava Kadabra! Also erst einmal haben wir ein neues Volk sozusagen. Wir sind jetzt die Seelenlosen. Beziehungsweise haben wir seelenlose Einheiten, was man schon mal in unseren Imps sehen dürfte, genau. Die sind nämlich jetzt zusammengenähte leere Hüllen, die Arbeiter. Was krass ist. Wenn man hier unten hinguckt, haben wir neue Gebäude. Schreiatorium, Opfergrube und den Kult. Alles andere, ja genau, ist immer noch dasselbe. So, besetzen wir erstmal die Pilzgrube. Und dann würde ich sagen, graben wir einfach mal von der Pilzgrube geradeaus nach oben. Und hoffen mal, dass das Schreiatorium, ja, das passt hier eigentlich hin. Und das Ding ist recht klein, sehr schön. Das ist, glaube ich, unsere Ersatzküche, gell? Opfergrube. Ermöglicht dir die Aggressivitätsstufe deiner Einheit oder deines Trupps zu steigern und sie ihn zu heilen. Dazu musst du einen untätigen Arbeiter opfern, indem du das Kontextmenü der Einheit oder des Trupps aufrufst und opfern willst. Jo. Schreiatorium. Ermöglicht dir Dämoneneinheiten zu deinen Truppen dazu zu beschwören. Durch das Foltern von hinten kannst du außerdem die EC-Points erlangen. Zum Foltern müssen dem Raum zusätzliche Arbeiter zugeteilt werden. Markiere Helden mit einer Schreibmarkierung, damit sie in das Schreiatorium gebracht und dort gefoltert werden. Eine nette Umschreibung dafür, jemanden dazu zu bringen, seine Sünden zu vergessen. So, erstmal besetzen wir das Ding. So, das hier ist das Schreiatorium und da sehen wir wohl die Folterinstrumente. Okay. Gut, gucken wir mal. Was schalten wir als erstes frei? Ein Scheusal im Schreiatorium, Fernkämpfer oder den Kobold im Kult. Ich würde sagen, erst einmal das Scheusal. Dann können wir hier nämlich Sukubi ausbilden. Wohl als Standard-Nahkämpfer. Und Scheusal als Fernkämpfer, so wie man das halt von den Imps her kennt. So. Die fassen wir dann gleich mal zu einem Team zusammen. Arbeiteropfer. Schickt einen Arbeiter die Opfergrube, das Opfer halt die Einheiten, den Turm. Und erhöht deren dessen Aggressivität. Okay. Da rennt schon mal ein Arbeiter, glaube ich, los in die Opfergrube. Aber übrigens, die neuen Wege hier sehen cool aus. So, der rennt hier die Opfergrube. Yay, und springt in den großen Ofen. Geopfert. Jo. Das ging schon mal einfach. Wir haben einen Materialüberfall gleich nebenan. Ein Zauberer, wie nicht anders zu erwarten. Okay, Giftspucker sind schon mal cool. Und ein DSC-Point für Pilze. Gut, was machen wir als nächstes? Auf jeden Fall den Übungsraum freischalten. Rachegeist oder Höllenhund? Rachegeister haben Gift. Höllenhunde, Im Kult kann ich Untot im Schreiatorium Dämoneneinheiten rufen, ne? Denke ich mal. Ne, ich würde erst sagen, schnelle Auffassungsgabe. Und dann brauchen wir den Oculus. Das ist nämlich meine Heileinheit. Okay, wir haben genug für einen Kult, hätten wir. Oder aber für das Ding hier. Das könnten wir hier hinbauen. Ja, mach mal.
Dann schicken wir meinen Trupp zum Trainieren. Genau, mach Bumm. Trupp 1 kann hier trainieren. Und ja, ich muss mich ein bisschen erstmal an das neue, an die neue Rasse, an die neuen Einheiten gewöhnen, denke ich mal. Ein halbtakte Sukubi und komische Giftsprüher-Scheusale. Wobei die meisten Einheiten wir ja schon aus den vorherigen Missionen kennen kannten. Wie auch immer. So, beschwimmen wir mal jede Menge Imps, da wir die auch zum Opfern brauchen. Und schicken schon mal zwei ins Schreiatorium, dass die dort auspeitschen. So. Gut. Ich kann Pilze umwandeln. Das hilft schon mal viel. Oh ja, sehr schön. Ich kann den Oculus. Also als nächstes die Schmiede freischalten. Und dann würde ich sagen, schicke ich meinen Trupp auf noch eine einsame Materialmission, weil wir Materialien brauchen. So, hol die Pilze noch ab. Und ja, die sehen komisch aus mit ihren Nähten. Das sind wirklich reanimierte... Wow, du wirst aber runtergeprügelt. Du bist gleich tot. Nein, du hast es gerade noch so überlebt. So. Jetzt haben wir genug, um schon mal eine Vorratskammer hier zu bauen. Neben die Opfergrube. Weil hier ja schon mal so schön viel Platz ist. Und mit dem Rest bauen wir dann wohl erstmal einen Kult, dass ich auch auf die anderen Einheiten Zugriff habe. Hm? Jo, du kostest Materialien. Okay. So, ich habe genug für einen Kult. Okay, der ist etwas größer. Ich wollte eigentlich gerade da einfach so durchbauen. Kann ich den Kult hier anbauen? Nö, hier unten auch nicht wahrscheinlich. Nee, dann muss ich den Kult eben so hier hinsetzen. Dann werde ich hier einen Durchgang hinbauen. Oh, und hier sind die Goblins, die ich töten soll für Samt. Also ja, die Kobold-Schamanen. Gut. Töte die Goblin-Schamanen. Wait, 3 Punkte. Dann würde ich wirklich sagen, ich nehme mal die Höllenhunde. Lass die Rachegeister Rachegeister sein. So, Höllenhunde kosten... Heroes are entering your dungeon. Materialien. Oh, Helden. Helden zum Auspeitschen. Okay, sie haben meine Fernkämpfer getötet. Und die Sukubi, die ist damit beschäftigt. Die Sukubi sind damit beschäftigt, einen Bogenschützen zu töten. So, Helden töten hatten die es sie gegeben. Gut. Da ich nicht genügend Materialien habe. Wo ist die Fähigkeit? Da, opfer mal einen Imp. Und du noch einen Höllenhund. Und jetzt können wir uns ansehen, wie... Oh, diesmal sehen wir wirklich, was gefoltert wird. Wobei das irgendwie komisch aussieht. Habe ich noch einen Imp frei, den ich da reinschicken kann? Jo, der kann sich nämlich darum kümmern, den da zu foltern.
beziehungsweise die Bogenschützin im Käfig. Das ist eine nette Art zu foltern. Im Wackelkäfig und einfach dagegen treten. Okay. Jo. DSC Points durch Heldenfolterung. Ihr geht trainieren. Bei einen neuen Arbeiter und ein paar Sprenghühnchen. So. Für mehr Fallen. Wahrscheinlich als nächstes frei. Ah, ich denke einfach mal die Sachen hier. So, und dann schicke ich meinen neuen Trupp. Schicke ich los, Materialien besorgen. Wie viele Helden muss ich denn foltern eigentlich? Oder kann ich maximal foltern? Ah, auf genau 10, so wie beim Extraktor auch.